Heute in Nano. Tödliche Wirkung. Können Medikamente Suizid auslösen? Komet Churi. Merkwürdige Entenform ist entschlüsselt. Und stürmischer Winter. El Niño wirbelt das Wetter durcheinander. Und damit herzlich willkommen bei Nano. Andreas Lubitz, der Pilot, der 149 Menschen getötet hat, war in den 3 Monaten vor dem Germanwings Todesflug in 16 Arztpraxen. Er hat Psychiater gesehen, er hat Antidepressiva und Beruhigungsmittel geschluckt und er hat ein Glückstagebuch in einer Psychotherapie verfasst. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat es jetzt ausgewertet und es stellt sich die Frage, warum keiner der Ärzte vorher Alarm geschlagen hat und auch die Frage, ob es die Antidepressiva waren, die Lubitz zum Massenmörder gemacht haben. Andreas Lubitz. Beim herbeigeführten Absturz der Passagiermaschine in den französischen Alpen reißt der Pilot fast 150 Menschen mit in den Tod. Bis heute ermittelt die Staatsanwaltschaft die Hintergründe der Tat. Inzwischen steht fest, Lubitz war seit langem depressiv und nahm zum Teil starke Psychopharmaka. Medikamente mit möglicherweise tödlichen Nebenwirkungen. Am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München untersuchen die Neurowissenschaftler um Elisabeth Binder die Wirkungsweise solcher Antidepressiva. Einen Zusammenhang zwischen Medikament und vollzogenem Suizid lässt sich nicht belegen, allerdings auch nicht ausschließen. Einige Studien haben tatsächlich gezeigt, dass Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene ein höheres Risiko zu haben, unter SSRI-Behandlung Suizidgedanken zu entwickeln. In diesen Studien ist es aber tatsächlich niemals zu einem Selbstmord gekommen. Also das war nur eine Erhöhung der Gedanken dann auch. Und das könnte bei vielen der Fall sein. Laut einer Studie der WHO leiden weltweit 350 Millionen Menschen an mehr oder minder starken Depressionen. Den meisten von ihnen werden selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer verschrieben, kurz SSRI. Sie machen einen Großteil der in Deutschland verschriebenen Antidepressiva aus. SSRI halten die Konzentration von Serotonin, dem sogenannten Glückshormon, im Gehirn länger aufrecht. Sie sollen Ängste lösen, die Stimmung aufhellen, schwere Niedergeschlagenheit und psychische Erschöpfung lindern. So ganz genau versteht man es noch immer nicht, wie diese SSRIs wirken, weil die alleinige Blockade von Serotonin funktioniert relativ schnell. Aber bis die Depression sich dann bessert, dauert es doch einige Wochen. Das heißt, das sind andere Mechanismen, die im Gehirn stattfinden müssen, bevor es tatsächlich zur Wirksamkeit der Medikamente kommt. Zusätzlich verordnen viele Psychiater Benzodiazepine, etwa Tranquilizer wie Valium. Sie beruhigen schnell und fördern den Schlaf, aber sie besitzen ein hohes körperliches und psychisches Abhängigkeitspotenzial. Sie sollten deshalb nur kurzzeitig eingesetzt werden. Selbst eine niedrige Dosis kann über längere Zeit zu Suchterscheinungen führen. Welche Rolle spielten die Psychopharmaka beim Absturz der Germanwings-Maschine? An der Charité in Berlin ist man überzeugt, bei Erwachsenen lösen sie keine Selbstmordfantasien aus, können vorhandene Absichten jedoch durchaus verstärken. Patienten bekommen durch Antidepressiva keine Suizidgedanken. Das kann man relativ klar sagen. Was man aber auch weiß, ist, dass Patienten, die sich schon mit Suizidgedanken tragen oder ausgeprägt lebensmüde sind, wenn die das zu Beginn am Anfang der Depressionsbehandlung einnehmen, dass dann diese Suizidgedanken tatsächlich in Handlungen umgesetzt werden können. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel konnte Einsicht in die Akten der Staatsanwaltschaft nehmen. Aus den Unterlagen wird ersichtlich, der Pilot hatte bereits eine Psychotherapie gemacht und nahm kurz vor der Tat mehrere Antidepressiva, unter anderem mit dem Wirkstoff Mirtazapin. Andreas Lubitz litt seit 2008 unter Depressionen. In den letzten Wochen hat er wohl offensichtlich ganz wahllos eben diese 3 oder 4 Psychopharmaka geschluckt.
Der hätte natürlich nie im Leben fliegen dürfen. Mit so einem Medikament sollte man eigentlich noch nicht mal Auto fahren. Lubitz wusste, wenn die Fluggesellschaft von der Krankheit erfährt, ist sein Traumberuf verloren. Und die Ärzte sahen entweder keinen Anlass oder keine Möglichkeit, den Arbeitgeber zu informieren. Was man in jedem Falle, sagen wir mal, kritisch anmerken kann, ist, dass dieser eine Psychiater, bei dem er hauptsächlich in Behandlung war, eigentlich genau dieses Dilemma oder diese fast ausweglose Situation eigentlich kennen musste, vor der Lubitz gestanden hat. Naja, es ist ein tatsächlich echtes Dilemma, weil man zwischen verschiedenen Vorschriften auch stecken bleibt. Zum einen gibt es den Datenschutz für den Patienten, es gibt die ärztliche Schweigepflicht, das ist ein ganz, ganz hohes Gut. Aber, und das erlaubt auch das Gesetz, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Gesellschaft Schaden nimmt oder Schaden nehmen könnte, dann kann er diese Schweigepflicht auch umgehen und sich den Behörden melden. Ein Konflikt. Unabhängig davon gilt allerdings auch, nicht für jeden Patienten muss eine Therapie mit Antidepressiva die beste Lösung sein. Das Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München sieht es daher als dringend notwendig an, nach neuen Behandlungsmethoden zu suchen. Deswegen müssen wir zuerst verstehen, wie kommt es zu der Depression, welche Art von oder Typ von Depression hat dieser Patient. Und da wäre die Idee, dass wir uns da hin entwickeln zu einer Diagnostik, die tatsächlich ein Verständnis der Erkrankung auch bringt und dass wir dann gezielt die Therapie machen können. Auf die Ergebnisse dieser Forschung wird man vermutlich noch viele Jahre warten müssen. Für Andreas Lubitz und die 149 Opfer seiner Tat kommen sie zu spät. Es bleibt die Frage, warum Lubitz so viele Menschen mit sich in den Tod reißen musste. Die Staatsanwaltschaft hat wohl keine Spuren von überzogenem Narzissmus finden können. Also so wie es aussieht, wollte er einfach sicher sein, beim Selbstmord nicht zu scheitern. Tschuri, unser Lieblingskomet, der seit knapp einem Jahr Besuch einer menschgemachten Sonde hat, hat ja wilde Zeiten in diesem Sommer durchgemacht. Er kam der Sonne ziemlich nah und hat sich dadurch von einem leblosen Brocken in einen aktiven Kometen verwandelt, der Staub und Gas spuckt. Einige der markanten Steilhänge sind dabei verschwunden. Und das Rätsel um die komische Form Tschuris könnte jetzt gelöst sein. Eine Ente im All? Nein, was wir hier sehen, ist der Komet Churyumov-Gerasimenko, liebevoll Tschuri genannt. Auf den ersten Bildern sah er aus wie eine Ente, kein Zweifel. Doch woher stammte diese Entenform? Manche vermuten, Erosion habe den Kometen in der Mitte verjüngt. Andere sagen, Tschuri ist aus zwei Gesteinsbrocken entstanden. Wissenschaftler der Uni Padua wollen in diesen Tagen das Rätsel gelöst haben. Vor einigen Milliarden Jahren seien 2 Kilometer große Gesteinsbrocken sanft zusammengestoßen und dann zum Kometen Tschuri verschmolzen. Die genauere Untersuchung der geologischen Strukturen haben die Wissenschaftler darauf gebracht. Sie zeigen, die unterschiedlichen Gesteinsschichten ziehen sich nicht durch den ganzen Kometen, sie enden am Entenhals. Außerdem wurde heute das erste Bild von Tschuris dunkler Seite veröffentlicht. Hier am südlichen Ende des Kometen scheint nur selten die Sonne. Deshalb ist es auch nicht besonders überraschend, dass die Wissenschaftler dort wenige Zentimeter unter der Oberfläche Hinweise auf große Mengen Eis gefunden haben wollen. Noch bis September 2016 soll die bisher einzigartige Mission laufen. Genug Zeit für viele weitere Entdeckungen. Tschuri als Ergebnis einer kosmischen Vereinigung, das ist doch romantisch. Kometensex. Und das führt uns schon zur spannendsten Frage, bei deren Antwort die Forschung auf Tschuri helfen soll. Nämlich, woher kommt das Leben? Ja, am Ende geht's auch in der Astronomie immer um uns selbst. Dass sich das Leben auf der Erde aus einfachen organischen Bausteinen immer weiterentwickelt hat, das ist wissenschaftlicher Konsens. Nur, woher kommen eigentlich die Bausteine? Von Meteoriten? Brachten Meteoriten und Kometen die Lebensbausteine zur Erde? Vielleicht sogar die ersten Organismen? Solch einen Einschlag können Mikroben überstehen.
Das haben Versuche gezeigt. Lange betrachtete die Wissenschaft das Leben nur als irdisches Phänomen, bis die Astrobiologie den Blick auf einen möglichen Ursprung im Kosmos lenkte. Berliner Forscher um Jean-Pierre de Vera bereiten Flechten für einen Versuch vor, die sie zuvor in der Antarktis gesammelt haben. Denn dort müssen Lebewesen extreme Bedingungen überstehen, große Temperaturunterschiede und eine monatedauernde Polarnacht. Die Exobiologen wollen wissen, können ihre antarktischen Flechten vielleicht auch auf dem Mars überleben? Wir sehen, dass Leben nicht nur mit irdischen Bedingungen klarkommen kann, sondern auch mit Weltraumbedingungen. Und das bedeutet schon ein großer Schritt, das heißt auch unabhängig von uns Menschen, ob wir den Schritt zu anderen Planeten wagen oder so, kann unter natürlichen Prozessen dieses Leben noch weiter bestehen. Ist das Leben einmal da, ist es schwer kaputt zu kriegen. In den vergangenen Jahrzehnten fanden Forscher Lebewesen an den unwahrscheinlichsten Orten auf der Erde. Kochende, schweflige Quellen werden von Mikroben bevölkert. Im Eis der Antarktis gibt es Organismen, die im Tiefschlaf überdauern. Selbst nach einer Viertelmillion Jahren im Frost ließen sie sich wieder zum Leben erwecken. In heißen Quellen am Grund der Tiefsee leben Bakterien ganz ohne Sauerstoff und Licht. Selbst im Kühlwasser von Atomkraftwerken tummeln sich Mikroben. Für ihre Überlebenstests haben die Berliner Exobiologen eine spezielle Kammer entwickelt. Darin setzen sie ihre Organismen Bedingungen aus, wie sie auf dem Mars zu finden sind. So haben sie entdeckt, ihre antarktischen Flechten können auch auf dem roten Planeten überleben. Eine Sensation, denn Flechten sind eine Lebensgemeinschaft aus Algen und Pilzen, pflanzlichen und tierischen Zellen. Diese beiden Vertreter können auf einem anderen Planeten sich weiterentwickeln. Also wenn sie von einem Planeten durch einen Asteroideneinschlag ins All befördert worden sind und dann irgendwann auf einem anderen Planeten landen, können sie die Evolution von einem Punkt, zum Beispiel Tierreich und Pflanzenreich, weiterentwickeln. Okay, I'm there. Ihre Flechten wurden mit Moosen, Urbakterien und anderen Lebewesen zur internationalen Raumstation ISS gebracht. Und dort außen auf einer Plattform montiert. Anderthalb Jahre sollen sie in dieser Experimentenbox im Weltall mit seiner tödlichen Strahlung bleiben. Die Forscher wollen wissen, wie überstehen die Organismen diese Zeit? Und wie haltbar sind deren Biomoleküle wie Pigmente und Chlorophyll? Grundlagenforschung für die Suche nach Leben, etwa auf dem Mars. Er gilt unter Exobiologen als heißester Kandidat für außerirdisches Leben. Vor allem seit Forscher dort solche Rinnsale aus Wasser entdeckten. Und das sind Nischen, wo wir auch noch mal gucken sollten. Auch noch mal nach heutigem Leben, vielleicht nur heute existierenden Leben. Wenn es mal auf dem Mars entstanden ist, kann es sich ja bis heute noch in irgendwelchen Nischen zurückgezogen haben. Da können wir suchen. Leben könnte es auch auf den Eismonden geben, die Jupiter und Saturn umrunden. Selbst dort wurde flüssiges Wasser entdeckt. Ja, selbst wenn das irdische Leben irgendwo anders seinen Ursprung hat, verlagert das ja das Problem nur. Dann wissen wir immer noch nicht, wie es entstanden ist, geschweige denn warum. Drei Hurrikane sind zurzeit im Pazifik unterwegs und alles deutet damit auf ein ganz besonderes Phänomen dieses Jahr hin, El Niño. Die Pazifikströmungen drehen sich um mit verheerenden Auswirkungen. Allerdings ist es gar nicht so leicht zu erkennen, ob wir wirklich kurz vor einem El Niño stehen. Schon im letzten Jahr war er angekündigt worden und dann war doch nichts. Dieses Jahr aber stehen alle Zeichen auf Alarm. Japan ist es gewöhnt. Der Wind kommt meist vom Pazifik her. Immer wieder verheeren Wirbelstürme das Land. Hier im Juli mit gewaltigen Überschwemmungen nach dem Sturm Nangka. Der Wind von Osten aus Südamerika in Richtung Indonesien und Japan schiebt dabei warmes Oberflächenwasser vor sich her. Das verdunstet und führt zu feuchttropischem Wetter im Westpazifik. Vor Südamerika dagegen gelangt kaltes Tiefenwasser an die Oberfläche. So bleibt es hier meist trocken, normalerweise.
denn in unregelmäßigem Abstand spielt das pazifische Wetter verrückt. Der herrschende Ostwind wird schwächer und damit auch die Meeresströmung. Die Folge? Das warme Wasser sammelt sich vor Südamerika, hier rot. So wie Ende 1997, das sogenannte El Niño-Phänomen. Mit gewaltigen Überschwemmungen an der südamerikanischen Pazifikküste. So viel regnet es in Chile oder Peru sonst nie. In Australien dagegen verursachte El Niño damals Trockenheit und Feuersbrünste. Warmes Wasser gelangte in den Zentralpazifik und reichte bald bis nach Südamerika. Von dem El Niño sprechen wir dann, wenn im zentralen Pazifik wirklich die Temperatur über einen mindestens 3-Monats-Zeitraum besonders warm ist. Der amerikanische Wetterdienst NOAA beobachtet Wetter- und Klimaphänomene auch im Pazifikraum. Seit den 1980er Jahren liefert ein Bojennetz Daten über Temperatur und Wind im Pazifik. Seit 2014 mehrten sich die Anzeichen, da braut sich etwas zusammen. Es könnte wieder ein El Niño kommen, stärker als je zuvor. Auch die Computermodelle zeigten in diese Richtung. Weltweit bemüht sich jetzt ein Forschernetz aus Meteorologen und Klimaforschern um Vorhersagen eines kommenden El Niño. Mit dabei die Ozeanografin Johanna Beer von der Universität Hamburg. Die allermeisten Vorhersagen, nicht nur die der amerikanischen Kollegen, sondern auch unsere europäischen Vorhersagen, deuten tatsächlich in die Richtung eines relativ starken El Niños hin. In Hamburg gibt es für solche Berechnungen seit 2015 einen neuen Supercomputer mit weit besseren Vorhersagetechniken als beim letzten El Niño. Und tatsächlich, seit April 2015 zeigen die Meerestemperaturen hier rot vor Südamerika nach oben. Wenig später zeugen bereits mehrere Überschwemmungen in Peru und Chile von einem ausgebildeten El Niño. Weitere Unwetter werden die Länder gegen Jahresende wohl erleiden müssen. Der Einfluss von El Niño beschränkt sich aber nicht nur auf die Südhalbkugel. Jetzt wollen die Forscher einen Schritt weitergehen und saisonale Vorhersagen treffen. Sie versuchen, die Auswirkungen des El Niño auf das Wetter in diesem Winter in Nordamerika und Europa zu bestimmen. Sie gehen davon aus, dass El Niño-Bedingungen sich durchaus bis hin zur Stratosphäre über der Arktis ausbreiten können, was dann wieder zu vergleichsweise kalten Wintern über Nordeuropa führen kann. Ob diese El Niño-Bedingungen sich dann wirklich in der Vorhersage für das Klima in Europa auch der wichtigste Effekt sind, das können wir einfach nicht sagen. Klar ist bisher, El Niño wird sicher Regen ins ausgetrocknete Kalifornien bringen. Ob er so stark wird, dass er auch einen außergewöhnlich kalten Winter in den USA und in Europa verursacht, ist noch unklar. Ja, die Hiobsbotschaften werden dann wahrscheinlich eher aus Mittel- und Südamerika kommen. Schon in 15 Jahren, so hat das Statistische Bundesamt kürzlich vermeldet, wird jeder dritte Ostdeutsche über 64 Jahre alt sein. Das heißt, der demografische Wandel, auf den wir im Westen zusteuern, ist in Ostdeutschland schon voll im Gange. 2 Millionen, vor allem junge Menschen, sind nach der Wiedervereinigung vor 25 Jahren weggegangen. Fast alle Dörfer und Kleinstädte sind geschrumpft und kämpfen ums Überleben. Und doch tut sich hier und da Erstaunliches. Quetzdöhlsdorf, ein kleiner Ort in Sachsen-Anhalt, feiert heute den Tag des offenen Dorfes. Das Fest ist von einem kleinen Verein organisiert, durch den seit 10 Jahren das Leben im Ort aufblüht. Davor war Quetzdöhlsdorf ein leergezogenes Dorf. Die Frauen vom Stammtisch erinnern sich noch gut an die Stimmung damals nach der Wende. Wer keine Arbeit hier hatte und die Kinder waren erwachsen, sind sie weggegangen. Und sie sind auch nie wiedergekommen. 700 Menschen hatten zu DDR-Zeiten hier Arbeit gefunden, die meisten in der staatlichen Landwirtschaft. Heute ist der Acker verkauft. Nur 390 Einwohner sind geblieben. Das Schloss, früher wirtschaftlicher Kern mit Gutsverwaltung, Kindergarten und Arzt, hat heute einen ortsfremden Eigentümer.
Alles das, was so ineffizient, ostig, sozialistisch aussah, also auch an Unternehmen, dass die relativ schnell zugemacht wurden und eigentlich keine Chance hatten. Das heißt, wir haben eine völlig andere Eigentümerstruktur mit völlig anderen Entscheidungen, sodass eben die Kerne wirtschaftlicher Entwicklung heute nicht mehr in Ostdeutschland liegen, sondern woanders. Mit der Arbeit gingen die Menschen. 2 Millionen, vor allem Junge und Qualifizierte, sind aus den 9 Bundesländern in den Westen abgewandert. Kaum eine europäische Region war in den vergangenen und wird in den nächsten Jahren so sehr von Bevölkerungsrückgang und Alterung betroffen sein. Nee, der Osten hat keine Chance, das aufzuholen. Weil selbst in Zeiten, wo es Deutschland insgesamt ausgesprochen gut geht, im Weltmaßstab, haben wir immer noch doppelt so hohe Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland im Vergleich zu Westdeutschland. Deswegen ist es gerade im Osten wichtig, neue Wirtschaftskreisläufe und Arbeitsformen auszuprobieren. Um Arbeitskräfte zu binden, teilen sich im Spreewald in Brandenburg 10 Betriebe ihre Arbeitnehmer. Lutz Grasmann arbeitet als Traktorfahrer. Wenn dann die Felder abgeerntet sind und der Betrieb keine Arbeit mehr für ihn hat, wechselt er zu einem anderen Arbeitgeber, seit 7 Jahren bereits. Der Chef des landwirtschaftlichen Betriebes verlässt sich auf ihn. Ich brauche mir keine fremden Saisonkräfte suchen, sondern ich habe Saisonkräfte, die sich fachlich auskennen und die mit dem Betrieb vertraut sind. Die Idee kommt ursprünglich aus Frankreich und hat sich in Deutschland schon verbreitet. 25 Arbeitnehmer sind hier mit einem festen Vertrag abgesichert und arbeiten an bis zu 4 verschiedenen Arbeitsplätzen pro Jahr. Andreas Petschig betreut den Zusammenschluss der 10 Betriebe und weiß auch, wann und wie viele Leute in der Ölmühle gebraucht werden. Aber die Bedingungen für den Arbeitgeberzusammenschluss sind schwierig, weil er rechtlich wie eine Zeitarbeitsfirma behandelt wird. Wir brauchen, so wie es auch in Frankreich ist, eine unabhängige gesetzliche Rahmenregelung für Arbeitgeberzusammenschlüsse, unabhängig von der Zeitarbeit, weil es eben wirklich von der Philosophie her wirklich genau das Gegenteil ist, nämlich die Verantwortung für die Arbeitskräfte gemeinsam zu tragen. Die Akteure brauchen, das zeigen solche Projekte, politische Rahmenbedingungen, die sie fördern und ihnen Spielraum zugestehen. Die Robert-Bosch-Stiftung macht das mit ihrem Programm Neulandgewinner. Sie fördert Projekte wie in Quetzdölsdorf, die den ländlichen Raum im Osten beleben, und zwar ohne Vorgaben. Es ist das erste Förderprogramm, weil es die Leute mit ihren Ideen und an dem Ort, an dem sie sich gerade befinden, total ernst nimmt und einen totalen Vertrauensvorschuss bringt. Christine Wenzel wird mit der Idee unterstützt, ihre 10-jährigen Erfahrungen weiterzugeben. Damals kam sie mit Veit Urban hierher und stellte fest, dass in den Dörfern immer so geklagt wurde. Ah, wir sind hier vergessen worden, wir sollten ja die blühenden Landschaften kriegen. Aber jetzt guckt uns keiner an. Und ich dachte, die haben alles. Eigentlich ist alles da. Und dann wollten wir zeigen, was das ist, dass man einfach anfangen kann, auch wenn man scheinbar nichts hat. Mitten im Dorf waren Pfarrhaus und Scheune verfallen. Mit einem Förderverein und mit EU-Geldern sanierten sie die Gebäude und erweckten sie zu neuem Leben. Als Bildungsträger half der Verein Jugendlichen in die Berufswelt und baute mit ihnen Baumhäuser und einen Hochseilgarten. Biogarten und Manufaktur kamen dazu. Mit ihrem Konzept haben sie die Dorfbewohner überzeugt. Wir aktivieren mehr die Herzseite im Dorf, also nicht die professionelle Seite, die Seite, die immer marktfähig agieren muss, sondern den sogenannten Dilettanti, der die Dinge aus Liebe und Zuneigung tut. Ja, der war früher mit höchster Kenner- und Könnerschaft versehen. Und das aktivieren, das klappt immer, weil man das gerne macht. Bei dem Fest zeigen die Dorfbewohner ihre Schätze. Sie treffen sich inzwischen an mehreren Stammtischen und bestimmen im Ort mit. Und allmählich verändert sich in Quetzdölsdorf das Leben und das Wirtschaften. Wenn nicht bloß der Klatsch und Tratsch über den Gartenzaun, sondern gemeinsame soziale und ökonomische Aktivitäten ein Dorf stärken, dann sehe ich eben eine Chance einer nachhaltigen regionalen Entwicklung oder nachhaltigen lokalen Entwicklung. Also dass Wirtschaftstätigkeiten im Dorf bleiben, das ist ihre Überlebenschance. Fast automatisch entwickelt solch ein Dorf auch eine große Anziehungskraft. Dann kommen andere, die mitmachen.
Ja, mitmachen können Sie jetzt auch. Wir kommen nämlich zum Nano-Rätsel. Gerd Schell hat es beim letzten Mal geknackt und gewinnt eine Dreisattasche. Viel Freude damit. Und hier kommt die Auflösung des Nano-Rätsels. Sie haben mich heute Morgen bestimmt benutzt. Flüssig oder am Stück. Meine Konsistenz hängt von bestimmten Ketten ab. Langkettig gesättigte Fettsäuren machen mich hart. Kalilaugen und Kaliumsalze machen mich weich und schmierig. Wie was, Salze? Ja, das ist aus, was ich bin. Warum ich trotzdem süß daherkomme, das liegt an Duftstoffen, synthetischen wie Zimtaldehyd oder Kumarin oder pflanzlichen Stoffen wie Lavendel oder Zitrusöl. Übrigens, ich kann auch anders, also schön. Die Nordafrikaner spachteln mich auf gekalkte Wände. Tadelakt-Maltechnik nennt man das. Schöne Tradition. Gab es vor 5000 Jahren bei den ollen Sumerern so nicht. Da war ich, also mein Ur-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 Opa, lediglich ein unklares Gemisch aus Pflanzenasche und Ölen. Na, erraten, wer ich bin? Genau, ich bin die Seife. Auch heute gibt's ein Rätsel. Versuchen Sie, folgenden Begriff zu erraten. Hier kommt unser Nano-Rätsel. Meistens sind wir real, manchmal fake. Was wir sind, hart. Fragen Sie mal einen Archäologen. Muss auch so sein. So viel, wie wir am Tag, ach, was im Leben klein machen. Pflege ist deshalb wichtig. Morgens und abends, sonst wird's schmerzhaft. Übrigens, wir sind auch schon da, ehe Sie überhaupt geboren werden. Na? Erraten Sie, wer wir sind? Wenn Sie glauben, die Lösung zu kennen, dann schreiben Sie uns doch. Unsere Adresse lautet ZDF3SAT, Kennwort Nano-Rätsel, in 55 115 Mainz. Gerne bekommen wir von Ihnen eine E-Mail, am besten über unsere Homepage nano.de. Und der einzelne Schluss ist der 5. Oktober. Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse diese Woche. Dann bis bald wieder. Bis Nano.